Ein absoluter Megaskandal, der jetzt öffentlich wird. Denn jetzt wird Kritik an Grüne vielleicht komplett verboten. Gerade das ist passiert, als ein Rentner die Grünen entlarvt und dann auch noch zur Belohnung jetzt von einem Gericht dafür eben verurteilt wird. Es wird hier immer besser, liebe Leute. Schauen wir uns dieses spektakuläre Ding einmal genauer an. Wir alle wissen ja, dass gerade die Grüne Partei die ganze Welt immer wieder und immer wieder mit ihrer Moral und ihren Moralvorstellungen überhäuft und gerne auch mal anderen Menschen kritisieren und dabei hier absolut unter die Gürtellinie gehen. Da ist es auch zum Beispiel egal, dass unsere Außenministerin Annalena Baerbock gerne mal Russland ganz öffentlich und Putin den Krieg erklärt. Oder es ist egal, wenn sie den chinesischen Präsidenten Xi Jinping mir nichts, dir nichts einfach so öffentlich als Diktator beschimpft. Beim Austeilen und Beschimpfen sind sie also ganz vorne mit dabei. Anders sieht es aber aus, wenn dieser Bumerang dann auch mal zurückkommt. Und das sehen die Grünen dann nicht mehr so gerne. Denn jetzt hat ausgerechnet ein Rentner es gewagt, die Grünen zu kritisieren und dabei zu entlarven. Und zum Dank wird er dafür jetzt auch noch von einem Gericht öffentlich verurteilt. Apollonius schreibt dazu wie folgt. Bayern, verglich Grüne mit Nazis, Mann wegen Volksverhetzung verurteilt. In Bayern wurde hier ein Mann verurteilt, der eine aggressive Grafik gegen die Grünen postete. Und dort wurde die Partei mit den Nazis verglichen und ihr eigener Holocaust vorgeworfen. Volksverhetzung befand ein Gericht. Denn hier heißt es, ein 62-jähriger Mann aus Bayern ist zu 60 Tagessätzen, a 60 Euro, wegen Volksverhetzung verurteilt worden, weil er die Grünen aggressiv mit den Nazis verglichen hatte. Der Mann postete dabei auf Facebook eine Grafik, auf der es hieß, der Nazi von heute ist nicht braun, sondern grün. Grünes Reich, sein Holocaust ist der Mord am eigenen Volk. Untermalt wurde eben diese Aussage durch einen an den Reichsadler angelehnten Adler, der statt eines Hakenkreuzes die Sonnenblume der Grünen trägt. Das zuständige Amtsgericht in Kulmbach stellte fest, dass durch diese Grafik die Grünen mit der NS-Unrechtsherrschaft in Verbindung gebracht werden und damit die Bevölkerung aggressiv emotionalisiert wird und eine Handlungsbereitschaft zu einem Kampf gegen die Partei geweckt wird. Die Bevölkerung würde motiviert werden, gegen den Verursacher der Verbrechen hier vorzugehen. Boah, als ich das gelesen habe, liebe Leute, da dachte ich zuerst, mein Schwein pfeift. Nicht etwa deswegen, was dem Rentner hier vorgeworfen wird. Nein, ich war hier wieder komplett entsetzt, mit welcher unglaublichen Doppelmoral hier wieder vorgegangen wurde, um eben ein, meiner Meinung nach, Exempel statuieren. Warum? Das kann ich euch sagen. Erinnert ihr euch noch vor ein paar Monaten, das war ungefähr im Mai, da war doch SPD-Chefin Saskia Esken beim österreichischen Sender ORF zu Gast. Und dabei hat Esken in aller Öffentlichkeit gesagt, dass die AfD eine Nazi-Partei wäre und hat somit die Verbrechen der NS-Zeit nicht nur verharmlost, sondern diese Verbrechen auch noch auf eine Stufe mit der AfD gestellt. Ist es demokratisch, eine Partei, die möglicherweise über 30% kommt und in einem Bundesland mit Abstand die stärkste Partei wäre, um jeden Preis von der Regierung fernzuhalten? Ich will Ihnen sagen, Goebbels hat 1935 eine Rede gehalten über die Dummheit der Demokratie, denn die habe der NSDAP damals alle Mittel an die Hand gegeben, um sie selbst abzuschaffen. Wir werden nicht bereit sein, der AfD die Mittel an die Hand zu geben, die Demokratie abzuschaffen. Aber vergleichen Sie jetzt die AfD mit Goebbels? Ja. Es ist eine Nazi-Partei. Finden Sie das nicht maßlos übertrieben? Nein. Weil? Weil ganz klar das völkische Denken vergleichbar ist, die Bestrebungen, die Demokratie zu untergraben, vergleichbar ist, menschenfeindliche Haltungen gegenüber allen möglichen Gruppen in unserer Gesellschaft vorhanden sind, Ausgrenzung, Spaltung. Das sind ernsthafte Gefahren für unsere Demokratie, abzuwenden. Aber niemand in der AfD schlägt vor, Konzentrationslager zu bauen oder andere Parteien zu verbieten oder die Demokratie abzuschaffen. Die AfD hat ganz klar verfassungsfeindliche Bestrebungen, die darauf abzielen. Das ist ja das eine, aber Nazi-Partei ist ja doch noch ganz was anderes. Darauf abzielen, unsere Demokratie zu zerstören. Davon bin ich überzeugt. Und hier hat Saskia Esken jetzt nicht, wie beim Rentner vorgeworfen wurde, die Bevölkerung aggressiv mit ihrer öffentlichen Aussage emotionalisiert und eine Handlungsbereitschaft zu einem Kampf gegen die Partei geweckt. Oder wie seht ihr das? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Sie hat die AfD ja komplett zum Abschluss freigegeben in diesem Interview. So dass sogar der Moderator so entsetzt war von Eskens Aussage und er dann noch einmal nachgefragt hatte in der Hoffnung, es war ein Versehen. Aber wie ihr gesehen habt, liebe Leute, Esken wiederholte eben genau dieselben Worte.
einfach nur geschmacklos und widerlich. Es ist also okay, wenn die Altparteien solche geschmacklose und absolut unberechtigte Kritik gegen die AfD immer wieder und wieder öffentlich loslassen. Eine Volkspartei, die also von mehr als 30% der Bürger eben in diesem Land gewählt wird. Aber es ist nicht berechtigt, wenn sich genau dieselbe Kritik gegen die Altparteien richtet, wie in dem Fall gegen die Grünen, was der Rentner ja eben genau zu den Grünen ja gesagt hat. Oder es ist okay, wenn Lars Klingbeil nach der verlorenen EU-Wahl für die SPD hier in der Elefantenrunde plötzlich die AfD, auch wie von der Biene gestochen, hier wieder mir nichts, dir nichts, wieder einen raushaut und die komplette AfD beleidigt und das vor einem Millionen-Live-Publikum. Schaut euch das hier mal an, zur Erinnerung. Sich bewusst entscheidet, in einer Partei wie der AfD, die Deportationspläne schmiedet und sagt, 20 Millionen Menschen sollen aus diesem Land rausgeworfen werden. Einer Partei, wo das Spitzenpersonal für die Europawahl von China, von Russland bezahlt wird. Einer Partei, die mit Herrn Höcke jemanden hat, der als Faschist bezeichnet wird und wo jetzt der Verfassungsschutz ja auch hinterher ist. Wer sich bewusst dort engagiert und sagt, ich will da Verantwortung übernehmen, der ist natürlich ein Rechtsextremer, ein Nazi. Was ich nicht tue, ist, die Wähler zu beschimpfen. Ich glaube, da muss es darum gehen, dass man von denen viele auch, die unzufrieden sind, dass man die zurückholt. Ich glaube, das geht auch durch Gespräche. Aber die AfD will ein ganz anderes Land. Die AfD will ein ganz anderes Miteinander. Vieles wäre nicht mehr möglich, was wir heute in einem freien, weltoffenen Land haben, wenn die AfD am Ruder ist. Und das muss jeder wissen. Ich sitze den ganzen Abend zwischen Frau Weidel und Frau Wagenknecht in dieser Talkshow. Ich kriege mit, wie der Klimaschutz negiert wird. Ich kriege mit, wie die Ukraine schlecht geredet wird, wie man auf einmal so tut, als ob Putin besser sei als die Ukrainerinnen und Ukrainer, die um ihr Land, um ihr Leben kämpfen. Und das alles ist irgendwann auch an der Grenze des Unerträglichen. Und deswegen braucht diese Partei auch eine klare Bezeichnung. Hä, bitte was? Statt jetzt hier einzulenken und seinen Fehler im Fernsehen hier einzugestehen, dass er hier mit seinen Äußerungen eine klare rote Linie überschritten hat, denkt Klingbeil gar nicht so weit. Im Gegenteil, er schürt weiter Hass und Hetze gegen die AfD und gibt sie damit zum Abschuss frei. Das ist doch einfach nur noch widerlich, wie ich finde. Das Korrektivkartenhaus ist hier schon längst zusammengebrochen und es hat sich hier als frei erfundene Meinungsäußerung herausgestellt, dass Menschen deportiert werden sollen. Auch seine Äußerungen über Kra und Bistro sind nicht so ganz korrekt. Denn Maximilian Kra wurde nicht bezahlt von Russland, sondern Kras Mitarbeiter Jianji wurde wegen Spionageverdacht festgenommen. Ihm wurde vorgeworfen, ein Agent des chinesischen Geheimdienstes zu sein und sowohl das Europäische Parlament als auch die chinesischen Oppositionellen hier ausgespielt zu haben. Während es bei Maximilian Kra hier nur Vorermittlungen waren, also nicht mal echte Ermittlungen. Auch die Anschuldigungen an Peter Büstron sind nicht ganz korrekt. Der tschechische Geheimdienst hat Peter Büstron in einem Artikel freigesprochen, in dem er sagte, dass niemals öffentliche Namen von uns gefallen sind. Es ist unglaublich, dass solche Äußerungen gerade von jemandem kommen, der selber in linksextremen Gruppen unterwegs war, wie die Antifa, die vom Verfassungsschutz als extremistisch eingestuft und beobachtet werden. Hört euch das an. Angefangen mit Politik, weil ich mich gegen rechts eingesetzt habe und in der Antifa mit aktiv gewesen bin. Unfassbar, das kannst du dir nicht ausmalen, was wir hier wieder hören. Was für eine unglaubliche heuchlerische Doppelmoral von Lars Klingbeil. Klingbeil war in den Gruppierungen unterwegs, die kürzlich auf der Mahnwache eines verstorbenen Polizisten in Mannheim eskalierten und dabei sogar Teilnehmer dieser Mahnwache verletzten, die ins Krankenhaus mussten. Unfassbar, oder? Da hatte doch Frau Dr. Weidel absolut recht, als sie in der Elefantenrunde damals sagt, es ist eine Unverschämtheit. Und das zeigt wieder mal, was für schlechte Wahlverlierer hier die Altparteien sind. Auch hier hat die SPD wieder gezeigt, welch kriminelles Verhalten sie an den Tag legt, ohne dass es für sie irgendwelche Konsequenzen hat. Und jetzt passt mal auf, welche Begründung das Gericht angibt, diesen Rentner hier verurteilt zu haben. Und weiter heißt es, der Bürger könnte sich dabei legitimiert sehen, auch gewaltsam gegen die Parteimitglieder vorzugehen. Durch diese Emotionalisierung soll denjenigen, die ebenfalls die Partei ablehnen, eine Argumentation an die Hand gegeben werden, sich als legitime Widerstandskämpfer gegen einen vermeintlich zutiefst gefährlichen Verbrechen zu fühlen und dadurch auch die Hemmschwelle bezüglich Gewalttaten gesenkt werden. Aha, hierbei soll eine bereits aufgeheizte politische Situation ausgenutzt werden, zitierte die Welt aus dem Gerichtsbeschluss.
Es ist wirklich unfassbar, was ich hier gerade lese, liebe Leute. Ich kann es nicht glauben. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, liebe Leute, aber ich habe irgendwann mal gelernt, im Artikel 3 des Grundgesetzes, Absatz 1, dass alle Menschen gleich sind vom Gesetz. Im Artikel 3 kann man jetzt hier nochmal nachlesen, niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, Heimat, Herkunft, Glauben oder Religion oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung hier benachteiligt werden. Und das ist doch wirklich hier ausschlaggebend. Oder politischen Anschauung hier benachteiligt oder bevorzugt werden. Was haben wir denn jetzt hier von den Spitzenkandidaten bzw. von der SPD-Spitze hier gerade gesehen? Es ist für mich aktuell unbegreiflich, liebe Leute, dass du hier nur das richtige Parteibuch angehören musst, um von unserer Kuscheljustiz hier verschont zu bleiben. Kritisierst du hingegen jetzt die Grünen und stellst Vergleiche auf, dann wirst du strafrechtlich verfolgt und von einem Gericht verurteilt für diese grüne Entlarvung. Genau dieselben Vergleiche, die ja auch, wie wir eben gesehen haben, die Führungsspitze der SPD-Politiker in aller Öffentlichkeit gesagt und getätigt haben, hier aber allerdings keine strafrechtlichen Verurteilungen für ihr kriminelles Verhalten erfahren haben. Im Gegenteil, sie genießen mal wieder politische Immunität und falls es dann mal eventuell zu einem Verfahren, wenn überhaupt, kommt, dann darf man sich als Führungsspitze der SPD daran erfreuen, dass die Richter ja das gleiche Parteibuch haben. Genauso wie wir es einst vom Thüringer Gerichtshofurteil zur Konstituierung des Landtags gesehen haben, liebe Freunde. Also, liebe Leute, ich rede jetzt mal Klartext. Es kann doch hier nicht sein, dass Menschen in diesem Land für eine Meinung, die sie haben, wenn sie diese auch noch teilen, als Kriminelle verurteilt werden, nur weil man nicht zulassen will, dass die Wahrheit hier ans Licht kommt. Jeder in diesem Land weiß doch mittlerweile, dass die Grünen für die Zerstörung unseres Landes eben verantwortlich sind. Sie haben die Wirtschaft zerstört, sie haben die Automobilindustrie zerstört und sie haben den kompletten Energiemarkt zerstört. Jeder von uns in Deutschland weiß, durch diese Zerstörungs- und Verarmungspolitik des grünen Wirtschaftswunders, aber wohl eher gemerkt des Pleitewunders, wird Deutschland hier definitiv nicht mehr auf die Beine kommen. Es ist eine Schande, dass man diese offensichtliche Situation und deren Verursacher als Bürger nicht mehr öffentlich nennen darf und dies jetzt dann auch noch unter Strafe stellt, während Politiker für das gleiche Vergehen hier offensichtlich Straffreiheit genießen. Denn entweder, liebe Leute, sind alle Menschen vor dem Grundgesetz gleich und es sollten auch alle eben genauso bestraft werden oder alle genießen für das gleiche Vergehen Straffreiheit. So oder so ist diese unglaubliche Doppelmoral nicht mehr zu ertragen, wenn es um Dinge geht, die unter die Meinungsfreiheit fallen.